Moin Moin zusammen, da seid ihr endlich. Es ist lange her, ich weiß, ich habe länger nichts gemacht. Ich war im Hauptjob zu stark beschäftigt und war grippal so angeschlagen, dass ich auch nicht vor die Kamera wollte. Ich habe so einen Husten gehabt, den ich nicht losgeworden bin, aber jetzt ist wieder alles gut. Nase ganz leicht dicht, aber das ist nicht so schlimm. Ich möchte euch mal von einem Coaching erzählen, da ist nämlich ein bisschen was nicht ideal gelaufen und das hat mir so ein paar Gedankengänge angeschubst, die ich jetzt auch habe, warum ich auch erstmal jetzt keine Gruppenworkshops machen möchte. Und ich möchte mal erklären, was bei diesem Coaching schiefgelaufen ist. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf aus der Nähe von Flensburg. Auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch mal um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo. Ich war vor einiger Zeit bei richtig kaltem Wetter, Wind in Kappeln bei einem Coaching. Und der Teilnehmer ist selber ein erfahrener Fotograf, fotografiert aber eigentlich überwiegend andere Sachen außer Porträts. Und der gute Mann hat eine Nikon-Kamera und hatte Godox-Blitze. Ich muss sagen, ich hatte zwar auch mal eine kleine Nikon-Kamera, habe mit Nikon nicht so viel Kontakt, habe auch gedacht, der Junge ist so erfahren, das passt schon. Godox-Blitze habe ich auch nicht so viel Erfahrung mit. Aki hat zwar einen Godox-Blitz und Thorsten, mein guter Freund, schöne Grüße, hat auch ein AD300, den ich sogar mal verstellt hatte. Also Godox, ja, finde ich zwar gut, ist aber auch jetzt, ich bin da nicht der Godox-Experte, definitiv nicht. Ich habe halt Sony und Profoto und das ist halt idiotensicher, also perfekt für mich, super leicht zu bedienen. Zumindest der Blitz. Bei Sony streiten sich einige Leute darüber, aber ich muss sagen, ich finde Sony nicht wirklich kompliziert. Egal, also es hieß, Shooting geht los. Der gute Mann wollte seinen Blitz zusammenbauen, hat er dann auch gemacht und dann hat er versucht, die Kamera einzustellen und hat festgestellt, HSS geht nicht an. Da dachte ich, wieso geht das nicht an? Gegoogelt, ging nicht rein. Zuerst hatte ich geguckt, müsste so funktionieren. War eigentlich auf der richtigen Idee, aber dann trotzdem aber gegoogelt, ging nicht rein. Denn der Blitz hat einfach nicht geblitzt. Ich denke so, Alter, was ist das denn? Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum blitzt das Ding nicht? Ja, und was war passiert? Der Godox-Blitz hat sich erstens aufgehängt und der zweite Fehler war, der Auslöser hat sich auch aufgehängt. Das heißt, ja, wir mussten der Kunde hat beides resettet. Leider erst, nachdem er zu Hause war. Wir haben das echt nicht auf die Reihe bekommen. Das Model hat so langsam gefroren und wir mussten natürlich auch zusehen, dass wir dann was hinkriegen. Und das war für mich ein Grund, wo ich sage, okay, wenn ich sowas nochmal mache, Grundvoraussetzung ist, Kunde weiß, wie man blitzt oder wie es funktioniert, dass es blitzt. HSS muss blitzen können. Wenn es nicht HSS-fähig ist, dann habe ich Graufilter dabei, damit man das quasi umgehen kann. Aber wichtig ist, dass es halt blitzt. Ich selber weiß jetzt auch, wie man Godox resettet. War natürlich nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Trotz alledem hat der Kunde viel gelernt über Lichtsetzung. Arbeiten halt mit Sony und Profoto und ja, ich finde, es ja auch ein schönes System, oder? Genau. Und ich habe einfach mal überlegt, wenn ich sowas hätte, bei einem Workshop in Kroatien, in Italien, wo auch immer, und ich habe fünf verschiedene Leute, alle haben unterschiedliche Kamerasysteme, alle haben unterschiedliche Blitze. Ein so ein Totalausfall und das könnte für die Person echt ärgerlich werden. Und das muss eigentlich nicht sein. Also wenn du mal zum Coaching gehst, dann egal bei wem, kümmere dich vorher darum, dass du weißt, wie deine Kamera funktioniert, dass du auch weißt, wie dein Blitz funktioniert, dann hast du viel größere Chancen auf tolle Ergebnisse und viel Lernen halt. Da ich jetzt relativ viel geschnackt habe, möchte ich gerne euch noch ein paar Bilder zeigen, die ich mit Blitz gemacht habe und wünsche euch viel Spaß dabei. Also erstmal liebe Grüße, ciao. Tell my mother I won't be home soon. Donate the clothes in the corner of the room. Can't spend another day pretending like I'm not just waiting. This is never where